Ja, ich hatte ja versucht, diese Proxon-Maschine, diese Colt 2, die war mir ja durchgebrannt wegen Überlastung. Dann hatte ich einen neuen Motor gekauft, eingebaut, ging immer noch nicht. Dann habe ich gesehen, der Gleichrichter ist auch kaputt. Ein Gleichrichter ist so ein kleines Ding. Wollte ich einbestellen, ging aber nicht, muss man gleich 25 nehmen. Naja, aber jetzt, hurra, geht sie wieder. Irgendwie meine ich, sie hätte einen Drehzahlregler drin gehabt. Der ist jedenfalls nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Aber ansonsten funktioniert alles tadellos.